Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem kurzen Infovideo. Das ein bisschen spät kommt, muss ich ein bisschen bedenken. Egal. Und zwar, wir haben schon wieder November. Krass, das Jahr ist schon wieder rum, quasi, gefühlt. Und das heißt, dass auch der Kanal wieder Geburtstag hat, quasi. Und ihr wisst ja, jedes Jahr zum Geburtstag des Kanals gibt es ein Best-of. Naja, das seid ihr ja mittlerweile gewohnt. Es ist, glaube ich, schon... Ist das schon das sechste Best-of? Das fünfte oder sechste? Das ist krass. Das ist eine fucking Menge. Okay, auf jeden Fall, wie jedes Jahr, dürft ihr natürlich wieder entscheiden, was ins Best-of kommt. Falls ihr irgendeine Szene, irgendeine kurze Szene im Kopf habt, wo ihr, oder wo ihr mich mit kennengelernt habt, oder wo ihr euch sagt, Alter, das war gut, das will ich im Best-of sehen, dann schreibt mir das gerne jetzt in die Kommentare oder schreibt mir das privat. Ihr könnt mir das überall schreiben. Mir ist das vollkommen egal, ob auf YouTube, Twitter und mehr habe ich auch nicht. Aber gut, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr braucht, also am besten schreibt einfach auf, welches Projekt und welcher Part. Und erklärt kurz, was in der Szene passiert, damit ich nicht rumsuchen muss. Beziehungsweise ihr müsst ja sowieso sagen, was in der Szene passiert, weil sonst habe ich ja keine Ahnung. Wenn ihr mir jetzt nur einen Part dahin schreibt, dann mache ich den ganzen Part in Best-of und dann ist das Best-of vorbei. ihr wisst schon, was ich meine. Ich verlange von euch nicht, dass ihr mir die genaue Stelle sagt, also dass ihr sagt, ja, die Szene passiert in exakt 4 Minuten oder 4 Minuten 15. Könnt ihr sehr gerne machen, das würde mir auf jeden Fall eine Menge Arbeit ersparen. Deshalb könnt ihr das sehr gerne machen, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Aber ich zwinge euch jetzt nicht dazu. Würde mir nur Arbeit ersparen. Das Problem ist, dadurch, dass ich das jetzt so spät ankündige, ich weiß nicht, ob ich das Best-of bis zum 3. Dezember fertig bekomme. Ich glaube, 3. Dezember. Weil das Problem ist, ich bin momentan ziemlich ausgebucht. Ich bin bis Anfang Dezember, also ich sage fast schon bis Mitte Dezember, bin ich jedes Wochenende weg. Da bin ich jedes Wochenende bin ich schon ausgeplant. In der Woche wird es halt schwer wegen Uni und sowas. Das wird... hart für mich werden. Ich versuche es natürlich, ich kann euch aber absolut nichts versprechen. Joa. Das ist eigentlich alles, worum es soweit geht. Wie gesagt, ihr könnt wieder entscheiden, was ins Best-of kommt. Schreibt mir einfach, welches Projekt, welcher Part, was in der Szene passiert und optional noch, an welcher Stelle im Video, also ab wie vielen Minuten diese Szene passiert. Würde mir auf jeden Fall eine Menge Arbeit ersparen, wie schon gesagt. Ja, und das ist eigentlich alles so weit, was ich sagen will. Ja, ich hoffe, ich bekomme viele Vorschläge von euch in den Kommentaren oder auf Twitter oder auf keine Ahnung, persönliche Nachrichten. Ja, gibt's ja auch wieder bei YouTube, glaube ich. Ihr wisst, ihr mich anschreiben könnt. Ihr wisst das schon. Man kann immer Kontakt mit mir herstellen. Weitestgehend. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in einem... Let's Play wieder, ich muss gleich noch ein neues Projekt auslosen, da habe ich jetzt auch schon richtig Bock drauf. Und dann sehen wir uns entweder im nächsten Let's Play Part, falls ihr den guckt, oder dann erst im Best Of. Aber ich denke, ihr werdet nicht hier, wenn ihr keine Let's Plays gucken würdet. Also, Dankeschön auf jeden Fall schon mal und ich sage, bis wann auch immer. Ne? Tschüss.